ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Das Motto der Veranstaltung ist Created by Germany. Wie ist es um die Innovationskraft in Deutschland bestellt 2035? Ich kann Ihnen sagen, das wird gut, weil wir das so machen. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen und fange damit mal im letzten Jahr an. Wir haben angefangen mit dem Osterpaket. Das sind 593 Seiten gewesen. Ein starkes Gesamtpaket zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland. Und zwar zukunftsgerichtet plus nochmal dieselbe Anzahl an Seiten. Man soll sich nicht mit Seiten rühmen. Aber das war verdammt viel Text. Später komme ich noch darauf zurück, was das auch für die Menschen bedeutet, die es umsetzen müssen. Darunter waren umfangreiche Änderungen im Erneuerbaren Energiegesetz, Windenergie auf See-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Herkunftsnachweisegesetz und Übertragungsnetzgesetz, Netzausbau, Beschleunigungsgesetz für das Übertragungsnetz. Schöner Titel, sehr deutsch, NABEC kurz genannt. Weiter hervorzuheben ist aber die Neueinführung des Windflächenbedarfsgesetzes und dadurch wird nämlich der Hochlauf der Solar- und Windenergie beschleunigt, ebenso wie der dringend benötigte Ausbau der Übertragungsnetze. Als Ziel, das wissen Sie alle, haben wir gesetzlich festgehalten, dass bis 2030 der Anteil der erneuerbaren Energien mindestens 80% am Bruttostromverbrauch in Deutschland betragen soll. Das ist fast eine Verdoppelung des Anteils innerhalb von einem Jahrzehnt. Das ist wirklich massiv. Das Herzstück dieser Novelle ist aber, der Ausbau der Erneuerbaren ist fortan im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das schafft Rechtsklarheit und gibt den Genehmigungsbehörden klare Vorgaben, wie im Falle von Interessenkonflikten vorgegangen werden soll. Damit rücken wir das Gemeinwohl wieder ins Zentrum des Interesses und schieben ein Stück weit diesen libertären Autoritarismus etwas raus. Durch die vielen Einzelmaßnahmen wird der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Ich will ein paar wichtige Neuerungen dazu nennen. Bei der Solarenergie zum Beispiel werden die Ausbauraten auf 22 Gigawatt pro Jahr gesteigert, sodass bis 2030 Photovoltaikanlagen im Umfang von ca. 215 Gigawatt in Deutschland installiert sein sollen. Erreicht soll das Ganze werden durch die Bereitstellung neuer Flächen für den Ausbau der Photovoltaik und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Ausbau auf den Dachanlagen. Bei den Dachanlagen selbst wurde die Vergütung deutlich angehoben. Neue Anlagen, die ihren Strom vollständig ins Netz einspeisen, werden künftig auch auskömmlich gefördert. Und der Eigenverbrauch wird ermöglicht, ohne den Überschuss verschenken zu müssen. Anlagen, die teilweise für den Eigenverbrauch genutzt werden, bekommen eine geringere Förderung, weil natürlich klar ist, dass der wirtschaftliche Vorteil des Eigenverbrauchs auch gelten muss. Zukünftig lassen sich die Anlagen mit Voll-, Ein-, Teil- und Teileinspeisung kombinieren. Damit lohnt es sich endlich auch, die Dächer voll zu machen. Wir haben viel zu oft Dächer gesehen, wo noch viel zu viel Rot zu sehen war. Wir wollen die Dinger jetzt voll haben. Kommen wir zum Wind an Land. Die Leistung der Windenergie an Land soll um bis zu 10 Gigawatt pro Jahr steigen. Im Jahr 2030 soll die installierte Kapazität rund 115 Gigawatt betragen. Aktuell ist die Ausschreibung, die letzte ist unterzeichnet gewesen. Das sind leider noch die Folgen des Krieges. Nichtsdestotrotz halten wir an dieser Forderung fest und an diesem Wunsch und wir werden den auch weiter umsetzen. Dafür werden auch die windschwachen Standorte verstärkt gefördert und die Länder erhalten bindende Flächenvorgaben. Ich höre schon wieder, okay, wie soll man Windenergieanlagen machen ohne Wind? Wir haben in Deutschland aber gute Hersteller, die auch noch in Deutschland produzieren. Da kommen wir gleich noch drauf, dass das Thema Wertschöpfung wichtig ist. Diese Hersteller stellen die besten Schwachwindanlagen der Welt her. Warum sollen wir sie nicht nutzen? Bei Einhaltung dieser zugewiesenen Flächenziele sollen die Windenergieanlagen ausschließlich innerhalb der von den Ländern ausgewiesenen Gebiete zulässig sein. Wenn sie es nicht einhalten, haben wir noch Konsequenzen eingebaut. Das heißt, bei Verfehlen der Flächenziele zum Stichtag soll die allgemeine, jetzt kommt's, Außenbereichsprivilegierung so lange wieder aufleben, bis die Flächenziele erfüllt werden. Das bedeutet, dass Anlagen auch außerhalb ausgewiesener Flächen im gesamten bauplanungsrechtlichen Außenbereich und damit ohne langjährige Verfahren zugelassen werden. Das war jetzt ein wunderschöner deutscher Formalitätensatz, aber so ist es in Deutschland, kommen wir auch noch zu, wollen wir alles vereinfachen. Das heißt aber summa summarum, wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt, dann könnt ihr sie überall hinbauen, die Anlagen. Auch die landesspezifischen Abstandsregeln, wie die berühmte 10H-Regelung in Bayern, treten dann endgültig außer Kraft. Einen weiteren Anreiz bietet die Stärkung der finanziellen Beteiligung der Kommunen. Vorher haben wir gesagt, das ist eine Kann-Regelung, das angeboten werden soll, für Solaranlagen Beteiligung auszuschreiben. Jetzt ist es eine Soll-Regelung. Wir wollten damit ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir eine stärkere Beteiligung der Kommunen wollen, auch finanziell, und damit die Attraktivität des Ausbaus von Wind an Land und Photovoltaik erhöhen wollen, ohne einen direkten Zwang auszuüben. Aber Sie können mir vertrauen, in meinem Wahlkreis, in vielen anderen Wahlkreisen schlägt das bereits durch und die meisten Projektierer kommen nicht mehr um die Ecke, ohne ein solches Angebot zu machen. Das ist schon ein großer Erfolg.
Im Interesse der Akteursvielfalt, das dürfen wir auch nicht vergessen, und der Akzeptanz vor Ort und des Bürokratieabbaus müssen Wind- und Solarprojekte von den Bürgerenergiegesellschaften nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen, sondern erhalten auch ohne Ausschreibung eine Förderung. Kommen wir zum Thema Wind auf See. Auf dem Windenergie-auf-See-Gesetz hat sich einiges geändert. Die Ausschreibungsziele wurden auf 30 Gigawatt bis 2030, 40 bis 35 und schlussendlich 70 Gigawatt bis 2035 erhöht. Wenn man sich das mal so anhört, sind das erstmal relativ abstrakte Zahlen. Aber 70 Gigawatt ist in etwa das, was wir an Windkraft gerade überhaupt in Deutschland im System haben. Das verdoppeln wir nur für den Bereich auf See. Das heißt, das sind schon enorme Zahlen. Und hier haben wir ein ganz wesentliches sozialdemokratisches Kernelement eingebaut, ein neues Ausschreibungsdesign. Dieses Design soll unter anderem dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in Deutschland und Europa verbleibt und dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vom Ausbau der Erneuerbaren profitiert. Leider haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass gerade, wenn man sich die Solarenergie anschaut und die Windenergie anschaut, viel Abwanderung passiert ist, viel Outplacement passiert ist. Dem wollen wir jetzt einen Riegel vorschieben. Wieder mit Anreizen, ohne Zwang, dass wir es attraktiv machen. Das heißt, zum reinen Gebotswert bei Ausschreibung dieser Flächen wird künftig auch ein qualitativer Kriterienkatalog eine Rolle spielen. Das heißt, wir werden den Einsatz grüner Energie bei der Herstellung von Windenergieanlagen, den Abschluss von Power Purchase Agreements, die Vereinbarkeit von Natur- und Artenschutz und jetzt die Ausbildungsquote zur Fachkräftesicherung mit einfließen lassen. Das ist ein Unikum weltweit. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich dafür sorgen, dass in der Region, nicht unbedingt nur in Deutschland, aber in der Region dafür gesorgt wird, dass auch Fachkräfte durch die Firmen angeworben werden. Das ist Sozialdemokratie pur. Bei den zentral nicht untersuchten Flächen kommt ein dynamisches Gebotsverfahren zum Einsatz. Das kennt man alles schon. Wenn mehrere Bieter 0-Cent-Gebote abgeben, wird dann also nicht gefördert. Dementsprechend geht es dann über die Gebote. Aber auch da haben wir einen Clou drin. Die Einnahmen aus diesen Ausschreibungen werden zu 90% für die Senkung des Strompreises verwendet. Und 5% gehen jeweils an Naturschutz und die umweltschonende Fischerei. Jetzt kann man sagen, okay, 5%, das ist ja Pillepalle, das ist ja kaum was. Aber wir haben gerade gesehen, dass RWE zum Beispiel für 1 Gigawatt in den USA 1,2 Milliarden bezahlt hat. Wenn man das mal runterrechnet, für Umwelt- und Naturschutz sind das 60 Millionen. Ich glaube, so gut ausgestattet war der Umwelt- und Naturschutz direkt hier in Deutschland noch nie. Und das ist ein wertvolles Novum. Bei den voruntersuchten Flächen wird das Planfeststellungsverfahren durch ein zügigeres Plangenehmigungsverfahren ersetzt und die Novelle beschleunigt alle Verfahren insgesamt und verkürzt die Auftragsvergabe um mehrere Jahre. Ferner werden durch die Novelle die Nachnutzung und das Repowering von bestehenden Offshore-Windparks geregelt. Dürfen wir auch nicht vergessen, irgendwann ist noch Rückbau anfällig. Dementsprechend müssen wir das auch mit einbeziehen. Auch, und das ist auch etwas Neues, haben wir den Ausbau von Elektrolyseuren in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone mitgedacht. Das heißt, die erste Ausschreibung für die Herstellung von Wasserstoff in der deutschen Außenwirtschaftszone wird noch in diesem Jahr passieren. Eine Wasserstoffpipeline ist vorgesehen und insgesamt werden 3,2 Gigawatt an Wasserstoffproduktion an den Küsten durch die Ausschreibung schon mit bedient werden. Das heißt, das Thema Wertschöpfung wird gleich mitgedacht, weil wir nicht nur den Strom erzeugen wollen, das kann jeder. Wir müssen Wert schöpfen, daraus ein Produkt machen und das entsprechend weiterverarbeiten. Weiterhin wurde der Bundesbedarfsplan für den Ausbau der Übertragungsnetze aktualisiert, denn wir müssen den Strom auch wegbekommen, den wir produzieren, und durch neue Projekte ergänzt. Das ist alles nichts Neues für Sie, denn es muss alles miteinander Schritt halten. Was wir noch getan haben, ist, dass wir die Förderung der Biomasse angepasst haben. Bioenergie ist ein Riesenvorteil, ist klassisch grundlastfähig und ist ein starker speicherbarer Energieträger und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur sicheren Stromversorgung. Und diese begrenzte Ressource Biomasse soll künftig verstärkt in den schwer zu dekarbonisierenden Bereichen wie Verkehr und Industrie ergänzt werden, und zwar als Gas, nicht extra wieder rückverstromt. Damit heben wir auch Effizienzen und schaffen eine Resilienz im Gasbereich. Wir haben weiterhin die EEG-Umlage dauerhaft auf Null gesenkt und wir haben die Regelung für den Eigenverbrauch und die Privilegierung für die Industrie enorm vereinfacht. Insgesamt haben wir die Bürokratie und das Energierecht deutlich abgebaut und vereinfacht. Kommen wir aber zu dem, was wir gerade druckfrisch heute im Ausschuss beschlossen haben: die Änderung des Raumordnungsgesetzes und daran angehängt die Umsetzung der EU-Notfallverordnung. Für den Hintergrund für Sie, das klingt ein bisschen abstrakt, aber die EU-Notfallverordnung war am 19. Dezember im EU-Ministerrat beschlossen worden, ermöglichte den Mitgliedstaaten eine deutliche Beschleunigung nochmal der Genehmigungsverfahren von Wind an Land, von Windenergieanlagen auf See und von Stromnetzen.
Und die Novelle des Raumordnungsgesetzes dient insbesondere der Verfahrensbeschleunigung, indem Doppelprüfungen abgeschafft werden, Verfahren digitalisiert werden und indem Genehmigungsbehörden klare Vorgaben erhalten. Die EU-Notfallverordnung bietet große Beschleunigungspotenziale für den Ausbau der Erneuerbaren. Soweit so gut. Ich gehe mal kurz ins Detail rein. Es geht um die Regelungsmöglichkeiten, die die Mitgliedstaaten von der EU einberäumt bekamen, in einem Rahmen das Ganze genauer auszuführen. Das heißt, es war nicht alles als EU-Recht, sondern es waren Teile auch wirklich ausdifferenzierbar für die einzelnen Nationen machbar. Und diese Regelungen laufen zum 30. Juni 2024 aus, sind also wirklich eine temporär eingerichtete Maßnahme. Das heißt, beim Ausbau des Stromübertragungsnetzes ist in Gebieten, in denen bereits eine strategische Umweltprüfung stattgefunden hat, keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr notwendig und auch keine artenschutzrechtliche Prüfung. Das beschleunigt erheblich. Beim Ausbau der Windenergie an Land entfallen diese Umweltverträglichkeitsprüfung und die artenschutzrechtliche Prüfung, wenn diese Windenergiegebiete schon eine Umweltverträglichkeitsprüfung hatten. Klingt alles ganz logisch, dass wir das machen. Man soll man alles doppelt und dreifach prüfen, aber das haben wir alles schon so gemacht. Immer wieder und immer wieder neu. Und das waren genau die Verzögerungselemente, die wir hatten. Natürlich wollen wir nicht in Nationalparks hinein, wir wollen nicht in Natura 2000-Gebiete oder Naturschutzgebiete, da halten wir uns ein Stückchen raus. Nichtsdestotrotz müssen wir wegkommen von diesen immer wieder wiederholten Doppelt- und Dreifachprüfungen, die für erhebliche Verzögerungen gesorgt haben. Des Weiteren haben wir endlich etwas geschafft, was gerade für die Windenergie ein erhebliches Beschleunigungspotenzial hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gegebenenfalls schon mal mit der Genehmigung von Windparks zu tun hatte, aber ich sehe einige nickende Gesichter hier im Saal. Wenn man versucht hat, eine Windturbine genehmigt zu bekommen und dann eine kleine Veränderung vornehmen musste, wie zum Beispiel ein Software-Update, musste man komplett das Genehmigungsverfahren neu durchlaufen. Man musste wieder von vorne anfangen. Das haben wir jetzt abgeschafft. Das gibt jetzt eine sogenannte Änderungsgenehmigung. Das heißt, Windenergieanlagen können genehmigt bleiben, auch wenn sie Veränderungen erfahren oder wenn sie sogar räumlich leicht versetzt werden. Das ist ein enormes Novum. Wir nennen das Typengenehmigung und das ist enorm wichtig, damit man die Baulose entsprechend auch beieinander halten kann und endlich die Windparks bauen kann, die man geplant hat. Außerdem, das hatte ich gerade schon angerissen, müssen die zuständigen Behörden keine neuen Daten erheben, sondern Minderungsmaßnahmen auf Basis von vorhandenen Daten festlegen, wenn es um den Naturschutz geht. Das beschleunigt enorm. Und schlussendlich, wo die Minderungsmaßnahmen, und das ist ein großer Paradigmenwechsel in der ganzen Sache, wo die nicht verfügbar sind oder keine Daten da sind oder die Ausmaße nicht wirklich absehbar sind, aber trotzdem eine Planung möglich ist, gibt es den Paradigmenwechsel, dass erst die Ausgleichszahlung vorgenommen werden kann, bevor eine Ausgleichsfläche genommen werden kann. Dafür gibt es einen zeitlichen Rahmen. Das war ein großes Verzögerungselement. Wenn man Windparks zum Beispiel geplant hat, musste man gleich vorsehen, welche Ausgleichsflächen man dafür reserviert hat. Das kann jetzt nachgestellt passieren oder es kann eine Ausgleichszahlung dafür vorgenommen werden. Wichtig ist bei dem ganzen rechtlichen Konstrukt, die Bautätigkeit für das jeweilige erneuerbaren Projekt muss nicht bis zum 30. Juni 2024 abgeschlossen sein, sondern es muss nur in das Verfahren eingebracht sein und es muss angefangen worden sein. Das heißt, mit diesen Erleichterungen kann dann auch zu Ende geplant werden. Wir wollen ja Rechtssicherheit schaffen im ganzen System. Mit dem dazugehörigen Entschließungsantrag fordern wir die Bundesregierung auf, die Learnings aus diesen Erfahrungen mit den hier beschlossenen Verfahrensbeschleunigungen auch über die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung hinaus umzusetzen. Denn wir hatten ja ursprünglich gesagt, der Kanzler hat sich mehrfach wiederholt, hat gesagt, es geht jetzt um die Deutschlandgeschwindigkeit, die wir aus dem LNG-Gesetz haben. Das ist auch schon das Stichwort für den nächsten Punkt. Aber wir wollen ja lernen daraus, wir wollen es adaptieren. Wir haben jetzt gesehen, LNG können wir machen, indem wir bei der Umweltverträglichkeitsprüfung was machen, zugegebenermaßen mit der Brechstange. Jetzt haben wir es adaptiert, etwas abgeschwächt, schauen, wie wir es in Einklang bringen. Und wir werden weiter lernen und weiter vorangehen damit. Stichwort LNG. Mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz haben wir es geschafft, die Planung und Inbetriebnahme der FSRUs in Rekordtempo durchzuführen. Das war, wie gesagt, die Brechstange, der Preis war hoch, denn die Beschleunigung rührt vor allem aus der Reduzierung von Anforderungen, zum Beispiel für den Umweltschutz oder den Wegfall von Beteiligungsverfahren. Angesichts der drohenden Versorgungsengpässe im Zusammenhang mit dem Wegfall der russischen Gaslieferung war das natürlich mehr als notwendig. Wir haben alle die Situation letztes Jahr durchlebt. Es war auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens da und der ist es auch immer noch. Allgemein müssen wir aber dafür sorgen, dass wir die Interessen miteinander in Einklang bringen, auch für die Zukunft. Denn der Ausbau der Erneuerbaren, der Umweltschutz und auch der Denkmalschutz müssen in Einklang gebracht werden, um die Akzeptanz weiter hochzuhalten. Der Schlüssel dabei ist, zu erkennen, wo die Schutzvorschriften überzogen sind, wo sie vielleicht wirkungslos sind
oder zu streng sind und entsprechend reduziert werden können. Hierdurch können wir die Potenziale für den Ausbau der Erneuerbaren freimachen, ohne besondere Interessen zu sehr zu beschneiden. Das bringt uns trotzdem immer noch auf das Thema, dass wir bei den Genehmigungsbehörden nicht vergessen dürfen, dass wir in die Köpfe der Menschen rein müssen. Da sitzen immer noch die gleichen Personen, die jetzt andere Gesetzesgrundlagen haben. Und wir müssen das Mindset ändern, dass erneuerbare Energien, und ich glaube, das ist in der Gesellschaft angekommen, dass erneuerbare Energien der Schlüssel sind aus dieser Krisensituation heraus und ein Schlüssel sind, Deutschland auf einen neuen Pfad zu stellen, auf einen neuen, sehr erfolgreichen, dekarbonisierten Pfad. Ein Beispiel, wie man das gut machen kann, wie man die Unterstützung in die Verwaltung hineinbringen kann, ist das kürzlich beschlossene Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich. Wieder ein schöner langer Name. VWGO-Novelle hieß das Ganze. Das ist nichts anderes, als dass wir den Verwaltungsgerichten eine Überholspur für wichtige Infrastrukturvorhaben geschaffen haben. Wir haben also klare Fristen eingebaut, die bindend sind, auch für Richterinnen und Richter, wenn es um Verfahren geht. So sollen zum Beispiel behebbare Fehler, die auch in absehbarer Zeit behoben sein werden, nicht zum Baustopp führen. In der Vergangenheit war es so, dass man immer wieder Einzeldokumente nachfordern konnte oder einzelne Aussagen nachfordern konnte und immer wieder die Verfahren gebremst und gestoppt wurden. Das ist jetzt nicht mehr so, wenn absehbar ist, dass das kein schweres Vergehen ist, beziehungsweise kein schwerer Fehler im Verfahren. Die Bürgerinnen und Bürger oder Verbände, die allein aufgrund dieser neuen Unbeachtlichkeitsregel unterliegen, lassen wir aber dabei nicht allein. Sie müssen in einem solchen Fall die Prozesskosten nicht tragen. Das ist fair, da die Klage in beiden Sachverhalten zur Federheilung maßgeblich beiträgt. Weiterhin werden die Kläger gegen Infrastrukturprojekte künftig stärker angehalten, alle Erklärungen und Beweismittel innerhalb von 10 Wochen vorzutragen. Klare Frist für Richter. Sie können sich vorstellen, wie die Richterinnen und Richter reagiert haben. Die fanden das nicht so toll. Aber innerhalb von 10 Wochen ist jetzt vorzutragen und dann geht das Verfahren los. Und aufgrund der hohen Bedeutung von großen Infrastrukturprojekten für die Modernisierung des Landes sollen Gerichte künftig Infrastrukturprojekte möglichst priorisieren, insbesondere Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse. Wie schon erwähnt, werden wir mit der Umsetzung der EU-Notfallverordnung weitere Beschleunigungsmaßnahmen erproben, gegebenenfalls verstetigen, wenn sie gut sind, und wenn sie sich bewähren, werden wir sie dauerhaft adaptieren. Ja, was gibt es daraus zu tun? Auf Deutschland gesehen müssen wir schauen, dass wir die Flächenziele nun auch endlich praktisch umsetzen. Das wird eine große Challenge werden, eine große Herausforderung für viele Länder. Ich persönlich komme aus Schleswig-Holstein. Da sind wir schon relativ gut davor, aber selbst dort ist es mitunter schwierig, das alles miteinander zu vereinen. Trotzdem müssen wir dahin kommen, dass diese Flächenziele umgesetzt werden, dass ausgewiesen wird, und zwar mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Kommunen zusammen. Wir müssen den Ausbau der Netzinfrastruktur und das Neudesign des Strommarktes endlich neu aufbauen, um Fehlanreize zu beseitigen. Wir haben noch immer Fehlanreize, was die Netzentgelte betrifft, sodass zum Beispiel Netzkapazitäten nicht ans Netz gehen können, weil sie extra Geld dafür bezahlen müssen, weil sie doppelte Netzentgelte bezahlen. Ich hatte gerade schon gesagt, ich komme aus Schleswig-Holstein, wir zahlen an Netzentgelten beim Strom 9 Cent, Bayern nur 3, weil wir die ganze Ausbaulast der erneuerbaren Energien tragen über die Netzentgelte, aber den Strom nicht wegbekommen, dann kriegen wir auch noch im Endeffekt die Redispatch-Kosten obendrauf. Das heißt, es wird noch mal teurer. Und das ist ein Zustand, der dauerhaft nicht tragbar ist. Deswegen muss das Strommarktdesign entsprechend angepasst werden. Wir brauchen weiterhin Beschleunigung von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, zum Beispiel durch digitale Bauakten, zentralisierte Datenbanken, Ausweitung der Personaldecke in Behörden. Das ist alles schon im Flow. Jörg Kukies hat es eben schon angerissen, dass da schon ganz viel passiert und dass da schon die ersten Schritte getan sind. Bei den Verfahrensfristen beantragen wir im Entschließungsantrag zum Raumordnungsgesetz, dass die Bundesregierung eine Taskforce extra einrichtet, um gezielt nach rechtssicheren Beschleunigungspotenzialen zu suchen. Beim Stromnetzausbau, bei den Planungsverfahren, bei den Genehmigungszeiten. Und das Ziel ist, dass wir auf 6 Monate kommen, und zwar maximal. Und das ist für Deutschland herausfordernd, nennen wir es mal so. Aber wir müssen dorthin kommen. Anderweitig kriegen wir wirklich Probleme. Was müssen wir weitermachen? Fachkräftesicherung, wir müssen die Lieferketten resilient halten, wir müssen die Finanzierungen sicherstellen und unterstützen. Da gibt es viele Elemente, die wir anreißen können. Und wir müssen auf die europäische Antwort einzahlen, wie auf den IRA geantwortet wird. Da gibt es momentan schon die ersten Richtungen. Wir müssen einheitliche Artenschutzlisten zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren erstellen. Das müssen wir auf europäischer Ebene tun. Genauso wie wir gemeinsame europäische Planung als Grundvoraussetzung sehen, um die Potenziale in der Nordsee umfänglich zu unterstützen. Auch Jörg Kukies hatte das gerade schon gesagt, dass wir es endlich schaffen, nicht nur das Stromnetz zu vermeschen, sondern auch das Wasserstoffnetz, was da auf See gerade passiert.
Wir brauchen integrierte Planung und die Intensivierung von grenzüberschreitenden Planung von Erzeugungs- und Transportinfrastrukturen. Und damit möchte ich gerne auch schließen, das Kernelement, um sicherzustellen, dass wir alle vorankommen, ist, dass die Energie leistbar bleibt und leistbar wird hier in Deutschland für die Firmen, für das Gewerbe und für die Industrie. Und dafür brauchen wir Wertschöpfung in Deutschland und Europa. Wir brauchen sie regional und wir brauchen sie stark und wir brauchen sie sozialdemokratisch. Vielen Dank.